Bisher haben wir kleinere Datensätze immer eingegeben, weil wir vor allem sehen wollten, wie denn die prinzipielle Arbeitsweise von R funktioniert. Größere Daten werden wir natürlich nicht eintippen, sondern aus Dateien in R importieren. R hat schon eine größere Menge von Datensätzen quasi eingebaut in Paketen. Und das Kommando, mit dem man sehen kann, welche Datensätze sind dann jetzt aktuell gerade auch schon sozusagen eingelesen, geben wir Data ein und hier kommt dann gerade das Fenster R-Datasets und wir sehen dann, welche es da alle gibt. Die sind dann auch dokumentiert. Das werden wir gleich sehen. Und wir laden jetzt einfach mal ein Paket, das Datensätze enthält oder es heißt eben auch Datasets. Es gibt auch hier ein Paket Mass wie Massachusetts. Auch hier sind Pakete, sind Datensätze enthalten. Laden wir mal Datasets. Okay. Und jetzt sehen wir schon, sind die wieder da. Ich hatte sie schon quasi geladen. So, jetzt weiß ich, es gibt eine Menge von Datensätzen und einer davon ist Old Faithful, ein relativ bekannter Datensatz, den wir auch schon in der Stochastik in der Sammlung hatten. Da finden wir Daten über einen Geysir, nämlich den Old Faithful. Wie viele Ausbrüche hat es gegeben? Wie lang sind die Wartezeiten dazwischen? Wir laden ihn jetzt einfach mal und das erste ist natürlich, wollen wir mal schauen, was da eigentlich drin steht. Und da haben wir jetzt ein Objekt und dann lädt jetzt eben ja, auch den Hilfetext davon. Und hier sehen wir, es gibt 272 Observations und zwei Variablen. Machen wir das Fenster wieder zu. Und solche Informationen können wir uns auch hier anschauen. Mit dem bekommen wir eben genau die Information, es gibt 272 Zeilen, Observations und es gibt zwei Variablen und es ist eben auch vom Datentyp wieder ein Data Frame. Das heißt, wir können Attach machen, Detach und alles, was wir schon betrachtet haben. Wenn wir wissen wollen, wie denn bitte die beiden Variablen heißen und dann geben wir Names ein und hier sehen wir dann Eruptions und auch Waiting. Ganz praktisch ist eine Funktion namens Fix, wenn wir die aufrufen und dann bekommen wir so eine Art Spreadsheet-Interface, mit der wir uns diese Werte auch nochmal anschauen können. Hier hätten wir jetzt auch schon direkt die Werte gesehen und können sie hier betrachten. Ich mache das nochmal zu. Genauso könnten wir sagen, Edit kommt genau das gleiche. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Daten verändern wollten, hier werden sie auch gerade ausgegeben. Und dann erzeugen wir einfach mal eine neue Variable und rufen das Edit auf. Und das mache ich mal hier aus der 80. Aus der 79 mache ich eine 80, sage schließe und mal schauen, es war jetzt ungünstig, dass ich da alles ausgegeben habe, aber wir scrollen einfach ein kleines bisschen, während ich rede und da sehen wir auch, hier ist die 80 wieder drin. Okay, machen wir das New wieder weg, wir wollen mit dem Originaldatensatz eventuell weiterarbeiten und eine interessante Funktion ist auch Summary. Und da bekommen wir jetzt von den beiden Variablen, nämlich von Eruptions und Waiting, alle möglichen statistischen Parameter, den Median, das arithmetische Mittel als Mean, die Quartile, Minimum und Maximum, genauso für die Variable Waiting. Das sind Sekunden, wo man warten muss zwischen den verschiedenen Ausbrüchen. Okay, jetzt können wir die Datensätze, die er enthält, bereits einlesen und sehr häufig werden wir natürlich Daten haben im CSV-Format, also Comma Separated Values.
Wissen wir schon, es müssen nicht immer Kommas sein, können auch Tabs sein und andere Dinge. Und wir hatten auch schon in der Stochastik Beispiele davon gesehen. Ich habe jetzt hier einfach schon mal welche in einen Ordner gepackt, der Daten heißt. Und hier finden wir einen Datensatz, den einige garantiert noch kennen. Die Angebotsbearbeitung einmal als CSV. Nachher werden wir es auch mal im Excel-Format oder OpenOffice einlesen, und auch hier ist ein Datensatz, den wir später nochmal betrachten werden. Fangen wir mal an und wollen CSV einlesen. Dazu setze ich jetzt erstmal das Verzeichnis mit Verzeichnis wechseln und sage, okay, das ist wieder der Ordner, den wir auch schon in den anderen Videos verwendet hatten. Gut, und jetzt kann ich eben relativ dazu die Datei eingeben. Jetzt schauen wir uns erstmal die Dateien auch nochmal an. Hier ist sie gerade. Zwei Spalten, Bearbeitungszeit und verloren sind gerade die Variablen, und hier kommen dann Zahlen. Wir sehen hier, der Trenner ist das Semikolon, und wir haben hier deutsche Dezimalkommas, weil ich diesen Datensatz quasi auch einmal aus einer deutschen Excel-Version exportiert hatte im CSV-Format. Okay, wie heißt die Funktion, um sowas einzulesen? Das ist Read Table, und da kommen jetzt einfach Dateinamen und alle anderen Informationen. Und damit wir das Ergebnis davon wieder als Variable haben, nehmen wir das jetzt einfach mal. Example. Okay, wir können das jetzt relativ machen. Schauen wir mal, ob es Bearbeitungs Angebotsbearbeitung heißt es. Punkt CSV, Komma, und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir es gleich zu machen. Okay, hier haben wir Example, wird uns ausgegeben, und da merken wir schon, wir haben ein Problem, das vorne ist die Nummerierung. Er hat aus allem, was wir da hatten, einfach eine Spalte gemacht, eine Variable, die er auch V1 genannt hat. Das ist jetzt nicht so günstig. Schauen wir mal, genau, V1, nee. Lassen wir mal nochmal werfen, also sozusagen Example weg. Und ich hole mir die Zeile einfach nochmal zurück. Wir wollen das wieder einlesen, aber jetzt verwenden wir noch ein paar mehr Attribute, nämlich indem wir sagen, hey, pass auf, der Dezimaltrenner, also DEC, ist das Komma. Das ist übrigens eine richtig coole Funktion in R. Sehr häufig bekommen Sie Daten, die Sie aus Berechnungen oder sowas bekommen oder aus USA, dann ist der Punkt wieder sozusagen der Dezimaltrenner. Und hier können wir beim Einlesen einfach sagen, was er nehmen soll. Und genauso können wir ihm sagen, okay, du musst jetzt gar nicht mutmaßen, was dann jetzt bitte der Trenner ist. Der ist auch das Tab oder der Blank. Nee, hier war es ja das Semikolon, und das sagt man mit SEP wie Separator. Machen wir wieder zu und schauen mal, was jetzt rauskommt. Okay, 51 Datensätze, zwei Variablen, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Okay, V1 und V2 macht uns aber noch ein bisschen nervös, aber schauen wir mal, ob es wenigstens mal ein Data Frame ist. Jawohl, ist true. Und jetzt schaue ich mal einfach mal Example an. Hätte ich auch wieder mit der Zeile 1 arbeiten können, aber sehen wir, der hat diese erste Zeile, diese Bearbeitungszeile verloren, quasi als eine Ausprägung eingelesen. Das ist natürlich doof. Und dann löschen wir das einfach nochmal und lesen jetzt es nochmal neu ein und geben jetzt genau noch eine Variable dazu. Auch diese Zahlen, die beim Plus standen, kann man sich zurückholen. Das ist ganz praktisch. Und jetzt sage ich noch, pass auf, da ist ein Header drin. Header gleich True. Und jetzt passt es. Wir haben nämlich 50 Variablen. Jetzt können wir wieder diese Funktion fix nehmen, damit wir das nicht immer hier scrollen müssen. Und jetzt haben wir genau das, was wir wollen. Hier sehen wir, es gibt eine Bearbeitungszeit, es gibt verloren, und hier kommen dann die entsprechenden Ausprägungen.
Jetzt passen auch die Namen, Bearbeitungszeit und verloren. Und mit Summary können wir wieder alles abrufen, was wir brauchen, nämlich Bearbeitungszeit bekommen wir wieder Mittelwert, Median, Quartile, Minimax. Und bei verloren hat er jetzt gleich gemerkt, wenn da Strings in einer Datei drin stehen, dann behandelt er das als Faktoren und dann gibt er uns beim Summary einfach die Anzahl der Ns und Ys, also von Ja und Nein, gleich mit aus. Schauen wir mal, ob das stimmt. Ist Factor Example Dollar verloren. Und da sehen wir, ja, er hat es als Faktor behandelt. Vorhin haben wir schon gesehen, dass wir in dem Datenordner noch einen weiteren Datensatz haben mit dem Namen Auto in verschiedenen Formaten, einmal auch als Data und das ist einfach eine Datei mit Blanks getrennt. Das erkennt dann WeTable auch sofort. Es geht um Autos, hätten wir uns auch vermutet. Es gibt sowas wie Miles per Gallon, kommt aus den USA. Es gibt Angaben über Zylinder, über PS-Zahlen, über das Gewicht. Wo kommt das her? Es gibt auch hier Namen, die stehen auch schon brav in Anführungszeichen. Das wird nachher beim Einlesen sehr praktisch sein. Und die Zahl hier ist gerade Origin. Chevrolet ist aus den USA. Hier haben wir ein japanisches Auto, Toyota, da steht eine 3. Und hier Audi, Saab, BMW, da steht eine 2. Okay, dann laden wir das doch mal einfach in eine Variable. Ich habe den Ordner des Arbeitsverzeichnisses immer noch korrekt gesetzt. Das haben wir auch schon gemerkt, da ist ein Header drin. Weg mit. Okay, 397 Zeilen und 9 Spalten. Sieht gut aus. Hier erkennen wir auch wieder die einzelnen Begriffe in im Header. Schauen wir uns das nochmal in dem Spreadsheet-Interface von R an und dann können wir es jetzt auch viel besser lesen. Und beim Scrollen merkt man, wird sich hier zum Beispiel bei Nummer 33 steht ein Fragezeichen. Blöd, ne? Na, hier müssen ja PS-Zahlen stehen. Und ich weiß über diesen Datensatz, hier sind noch einige andere Zeilen drin, in denen Fragezeichen stehen. Passiert immer wieder Messfehler. Könnten ja auch negative Zahlen drin stehen. Nach denen könnten wir auch suchen und könnten sie jetzt sozusagen wegbekommen. Wir machen das nochmal zu und lesen das nochmal neu ein. Er kann nämlich sowas direkt beim Einlesen behandeln. Und zwar sagen wir, okay, wir sagen noch NA wie Not a number oder not available. NA String ist das Fragezeichen. Dieser Datensatz ist in dem Sinn auch aufgeräumt. Fehlende Werte sind da wirklich mit einem Fragezeichen versehen. Und schicken es wieder weg. Jetzt haben wir scheinbar fast gar nichts gewonnen, weil wir nämlich immer noch 397 Zeilen haben. Aber wir schauen uns das jetzt nochmal in der R-Ansicht an. Das war vorhin, glaube ich, 33. Aha, da steht jetzt statt Fragezeichen hat es R jetzt mit NA markiert. Und das können wir jetzt dazu verwenden, um sozusagen Chaos aufzuräumen. Das heißt, wir weisen das wieder der gleichen Variable zu und verwenden eine Funktion, die heißt NA.omit. Das heißt, lass doch alles, was mit NA markiert ist, einfach weg in diesem Datensatz K. Und jetzt schauen wir mal. Und jetzt haben wir nur noch 392 Zeilen und immer noch 9 Spalten. Gut, die Names und alles andere stimmt. Schauen wir uns mal an, was die Summary-Funktion uns wieder ergibt. Für die numerischen Werte, Miles per Gallon, im Mittel sind es 23,45 Meilen pro Gallone oder wir haben 104,5 PS im Mittel und das Medium bei der Horsepower haben wir 93,5 PS. Was etwas doof ist, bei den Zylindern hat er nicht gemerkt, das ist ja eigentlich nicht unbedingt wirklich ein numerisches, sondern ein nominales oder ordinales Merkmal. Das hat er noch nicht gemacht. Das ist noch numeric. Schauen wir mal, ob unsere Vermutung stimmt.
Is numeric cars dollar cylinders? Ist true und das wollen wir natürlich ändern. Da hätten wir gern, dass das ein Faktor wird. Okay, dann sagen wir cars cylinders und dann sagen wir einfach as factor cars dollar cylinders und dann schauen wir mal, was er jetzt gemacht hat. Und hier sehen wir jetzt ganz brav bei cylinders, ja, da hat er jetzt wirklich einen Faktor draus gemacht und gibt uns jetzt hier beim Summary eben die Anzahl. Das heißt, wir haben fast 200 Autos mit 4 Zylindern, 103 mit 8 Zylindern, da sind viele US-amerikanische Modelle drin. 4 Stück mit 3 Zylindern, 3 mit 5 Zylindern, würde ich mal drauf tippen, dass die aus Ingolstadt kommen. Und genauso ist es natürlich hier beim Origin, auch das hat er behandelt wie wie numerische Variable und das machen wir jetzt mal. Indem wir das zurückholen und statt Zylinders schreibt man jetzt Origin hin. Das hätten wir uns auch im Datensatz machen können, wenn wir dort Hochkommas um die Zahlen für Origin gemacht hätten. Dann hätte er das von vornherein richtig behandelt. Jetzt hoffen wir mal, dass es funktioniert hat, zu tippen und zu reden. Und es hat funktioniert. Beim Origin sehen wir 245. Dieser Autos sind aus USA, 68, ich glaube 2 war Europa und 79 Wagen waren aus Japan. Nachdem wir jetzt einmal eine CSV-Datei und einmal eine vergleichbare Data-Datei, in der da drinnen die Blanks waren, eingelesen haben, wollen wir jetzt mal schauen, wie wir direkt Excel oder OpenOffice Dateien einlesen können. Wir nehmen jetzt einfach die XLS-Datei, die wir vorhin auch schon hatten. Hier sind ja schon 2 Angebotsbearbeitung XLS. Es gibt ein vergleichbares Paket für ODS. Jetzt gehe ich einfach mal auf Pakete, Ladepaket. Ich habe es installiert. Sie müssen das, wenn Sie das wirklich tun wollen, zuerst installieren. Es gibt auch 2 Pakete, um sowas zu machen. Es gibt einmal XLSX. Dieses Paket setzt eine Installation von Java voraus. Deshalb habe ich das jetzt gewählt, weil auf meinem Notebook auch schon Java drin war. Hier sehen wir XLS Jars, wird dann direkt mit installiert. Es gibt auch ein XLS-Paket mit ähnlicher Funktionalität. Das setzt eine Installation von Perl voraus. Für Linux kein Problem. Und mit Active Perl auf Windows auch hier kein Problem. Also wir haben XLSX auch schon mal installiert und das laden wir jetzt einfach und dann bekommen wir hier so ein paar Meldungen, kennen wir schon, eine Warning wegen den Versionen, aber jetzt haben wir das Paket hier geladen und R-Java und XLSX-Jars, was man eben noch dazu braucht, ist jetzt auch da. Okay, jetzt schauen wir uns doch vielleicht, bevor wir es einfach einlesen, Angebotsbearbeitung.xls mal an. Und das machen wir jetzt in OpenOffice Calc. Und ja, sieht eigentlich genauso aus wie vorher. Das Sheet, also die Tabelle, heißt Urliste. Und ansonsten haben wir hier wieder Kommas als Dezimaltrenner. Wir haben oben den Header. Also nicht wirklich sehr viel Neues. Wir hätten das natürlich jetzt einfach exportieren können, so ist auch die CSV, die wir vorhin verwendet haben, ist so entstanden. Okay, schauen wir mal gerade, ob ich aufgeräumt habe. Jawohl, wir speichern unser Ergebnis des Einlesens wieder in einer Variable Example. Das Verzeichnis stimmt noch und jetzt sage ich eben nicht Read Table, sondern XLSX. Das gibt es jetzt, weil wir das Paket geladen haben. Und jetzt geht es genauso wie vorher. Nur, dass die Datei jetzt eben anders heißt. Wir wissen schon, da war ein Header drin. Das sagen wir jetzt auch ja gleich. Header gleich true. Das wäre jetzt kein Problem, könnten wir weglassen. Sheet Name, wenn Sie jetzt eine XLS-Datei haben, die eben mehrere Tabellen hat. Hier war nur eine enthalten.
Wir wissen aber auch, dass sie Uhrliste hieß und dann können wir sie eben auch hier mit angeben. Das heißt, ich kann die Sheets auswählen und noch eine Variable, die uns als Default auch false ist, nämlich was macht er denn eigentlich mit Formeln, wenn die da drin sind? Liest er sie als Formeln oder nimmt er die Daten? Checken wir es mal weg und hoffen, dass es funktioniert. Schauen wir mal gleich dim. Example. Ja, sieht gut aus, 50 und 2. Das heißt, wir haben uns auch mit dem Header richtig gemacht. Ja, hat er sich aus der ersten Zeile in der XLS-Datei auch die Namen geholt. Wir können natürlich wieder fix aufrufen und sehen hier, dass alles funktioniert hat. Und er hat jetzt auch übrigens gleich aus den Kommazeichen die Punktzeichen gemacht. Das heißt, Bearbeitungszeit ist numerik. Schauen wir mal, ob das stimmt. Ist wahr und auch natürlich können wir wieder Summary aufrufen. Jetzt haben wir einen ganz normalen Data Frame wie vorher und verloren hat er auch wieder als Faktor behandelt. Es gibt noch viel mehr Pakete, um Daten einzulesen. Er kann direkt mit Datenbanken kommunizieren. Es gibt ein RMySQL-Package. Es gibt ein ODBC-Paket. Sie können Oracle-Daten lesen. Da werden dann allerdings nicht mehr Read.Table oder Read.xlsx-Funktionen zur Verfügung stehen, sondern Sie melden sich dann gegen die Datenbank an. Ob sie lokal ist oder irgendwo im Netz steht, geht genauso wie wenn Sie das in Java mit JDBC machen. Und Sie erzeugen dann Data Frames, indem Sie einfach die Ergebnisse von SQL-Abfragen bearbeiten. Jetzt haben wir lokale Dateien eingelesen und als letztes Beispiel werfen wir einen kurzen Blick auf die Möglichkeiten, die wir in R haben, um Daten, die über Webservices zur Verfügung stehen, in das System zu bekommen. Dann vielleicht auch wieder lokal abzuspeichern. Zu Read Table gibt es natürlich auch Write Table. Wir haben ja auch schon gesehen, dass wir Variablen abspeichern können, lokal. Und sehr häufig gibt es diese Daten in JSON oder in XML-Format als einfaches Beispiel, wo wir auch keine Anmeldeinformationen und diese Dinge brauchen. Nehme ich mal hier Google Maps. Sie erkennen hier gerade eine Darstellung, das ist ungefähr zwei Brücken hier. In dieser Ecke hier ist die Amerikastraße 1, das heißt, hier ist die Hochschule Kaiserslautern. Und wir werden dann an Google Maps eine Anfrage stellen und das Ergebnis im JSON-Format entgegennehmen und zum Beispiel Längen und Breitengrade oder Postadresse und was es da immer noch an Informationen gibt, dann uns sozusagen abholen. Großes Stichwort in diesem Umfeld heißt Open Data. Hier sehen Sie eine Seite data.gov der amerikanischen Regierung mit sehr, sehr vielen Datensätzen. Und es gibt dort ein Ressource, das Bridge and Framework, was hier auch dokumentiert ist, wie man auf diese Daten zugreifen kann. Man kann dann wieder quasi Abfragen stellen, die sehr ähnlich sind wie SQL-Abfragen. Das heißt, wenn man mit SQL umgehen kann, kann man auch mit SparkQL, so heißt dann die Sprache, eigentlich relativ schnell etwas machen. Und es gibt auch für R Pakete, die diese Abfragen dann wieder in R in der Konsole abschicken und dann mit den Ergebnissen einfach weiter umgehen können. Wir bleiben jetzt aber mal beim Beispiel mit JSON. Hier sehen wir schon gerade im Browser hier oben. Das ist die Abfrage, die werden wir nachher gerade in R abschicken. Das heißt, ich markiere es schon mal und mache mal auch Ctrl C. Und jetzt gehen wir mal zurück in die Konsole. Und um mit JSON zu arbeiten, brauchen wir zwei Pakete.
Jetzt einmal JSON.io müssen Sie installieren, ist nicht in der Basis mit dabei. Und wir brauchen auch noch Curl. Und dann können wir mit URLs umgehen und können eben auch ins Netz gehen. Okay. Wir machen eine Variable, die nennen wir mal zw.json und wir sagen get URL. Und jetzt habe ich hier einfach mal Copy und Paste gemacht, nicht erschrecken. Ja. Und was hier noch fehlt, habe ich vergessen, sind Hochkommas. Muss ich auch noch mal ans Ende gehen und mache hier die Klammer zu und schicke das weg. Und cool, wir haben schon JSON bekommen. Das ist mehr oder weniger als String das, was wir eben auch schon im Browser gesehen haben. Und damit ich das jetzt gescheit verarbeiten kann, in R nenne ich mal die Variable einfach zw und sage dann from JSON und sage dann, ja, so hieß ja die Variable. Es ist kein DataFrame, sondern das ist eine Liste. Jawohl, ist true. Und es gibt da nochmal eine Liste drin, die heißt zw-results. Das sehen wir hier schon zum Teil auch hier drin. Da sehen wir auch, erkennen wir auch, wie man darauf zugreift. Ja, und wenn man sich nicht vertippt während dem Reden, und dann kommt dann natürlich auch results. Jawohl, ist true. Und da greifen wir jetzt einfach zu. Wir lassen mal das attach jetzt mal weg. Ich sage jetzt mal results. Erste Komponente und sage jetzt zum Beispiel mal Geometry und Location und wir erhalten jetzt Latitude, Longitude, Längen- und Breitengrade dieser Adresse Zweibrücken, Hochschule Kaiserslautern, Amerikastraße 1. Und wenn wir jetzt die Postadresse haben wollen und dann auch die steht im Results 1, da sagen wir einfach Formatted Address. Und da steht jetzt als String Amerikastraße 1, 66482, Zweibrücken, sogar mit einem ordentlichen deutschen Ü. Und das ist alles in Deutschland. Also so können wir aus JSON-Dateien R-Objekte machen. Könnten das jetzt auch wieder abspeichern. Ähnlich geht es mit XML, indem man einfach dann einen XML-Parser statt dem JSON-Parser verwendet.